Ja, schönen guten Morgen an diesem, ja, hier ist es sogar fast noch sonnig. Ja, zum Rechtsupdate auf der BlueCon 2022. Freue mich sehr, dass Dr. Martin Schirmacher zugeschaltet ist. Moin, Martin. Morgen, grüße dich. Genau, um ihn kurz vorzustellen, erstmal das Schöne ist, du warst bei der ersten BlueCon schon dabei, also 2013, damals noch stationär, jetzt natürlich Corona-bedingt. Alles zugeschaltet. Wer ihn nicht kennt und einer der ganz wenigen ist, der ihn nicht kennt, Rechtsanwalt und Partner bei Härting Rechtsanwälte in Berlin. Dort hat er auch den IT- und Datenschutzbereich mit aufgebaut. Seit 2008 Fachanwalt für IT-Recht und 2020 sogar Anwalt des Jahres im Best Lawyers Ranking. Ich glaube, mehr kann man nicht mehr schaffen im Leben. Das ist es schon. Vielleicht grundsätzlich, wir sind ein bisschen unter Zeitdruck von beiden Seiten. Wir werden bis ziemlich exakt 10 Uhr machen. Wir freuen uns natürlich zum Schluss noch über viele Fragen. Es werden immer viele Fragen kommen und Martin wird wie immer mit Hängt davon ab antworten. Die Fragen ist sowohl die SEOs als auch die Meine Rechtsanwälte. Stärke. Aber die SEOs sagen das auch immer, hängt davon ab. Von daher stimmt das schon. Immer Also, im Wechsel mit kommt darauf an. Immer im Wechsel mit kommt darauf an. Fragen könnt ihr sehr, sehr gerne stellen, würde uns extremst freuen. Allerdings nicht, wie ihr es sonst von uns kennt, über Slido, sondern heute machen wir es über die Fragefunktion von GoToWebinar selber. Also da, es heißt, glaube ich, Chat oder Fragen, da einfach eure Frage reintippen und dann werde ich zum Schluss für Martin die härtesten Nüsse aussuchen. Wir haben, wie gesagt, leider nicht so viel Zeit zum Schluss für eine ausführliche Fragerunde. Deswegen, ich werde versuchen, alles aus ihm rauszuquetschen, was geht. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Dann würde ich direkt den Staffelstab an dich übergeben, Martin. Glück auf und ja, viel Spaß. Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Markus. Genau, 10 Jahre ist es her, dass ich auf der ersten BlueCon dabei war. Ich glaube, wir kennen uns noch ein Stück weit länger. Ja, schön, dass ich sozusagen zu eurer Jubiläumsausgabe dann wieder dabei sein darf. Genau, zeige mal kurz, was ich sozusagen vorhabe. Wir hatten uns geeinigt auf ein Rechtsupdate in dem Sinne, dass wir uns mal so die verschiedenen Sachen, die es so gibt, neu sind, anschauen. Natürlich muss man da eine Auswahl treffen. Die habe ich hier getroffen. Die ersten drei Themen drehen sich um Datenschutz, ja, Cookies, Tracking, und ein bisschen ein Überblick, warum macht man das eigentlich alles? Und dann gehe ich ein bisschen in die verschiedenen Rubriken des Marketing, stelle ganz kurz dar, was es Neues gibt im Influencer-Marketing. Da gibt es nämlich eine ganze Menge Neues. Evergreen-Gewinnspiele, einen kleinen Ausblick im E-Mail-Marketing, was man jetzt wieder alles nicht mehr darf, und warum und was vielleicht der allerletzte Ausblick ist. Und natürlich einen kleinen Blick in die Search-Ecke, aus der ja Blue Fusion logischerweise kommt, wobei man sagen muss, dass von den Online-Marketing-Bereichen sich in dem SEA und SEO-Bereich rechtlich wohl am wenigsten tut, was ja aus Anwendersicht eher positiv zu bewerten ist, dass man sozusagen halbwegs weiß, woran man ist, auch wenn es natürlich auch da immer wieder Punkte gibt. Ja, wie gesagt, es ist ein bisschen eine Auswahl und ich hoffe, dass für alle ein bisschen was dabei ist. Nutzt die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Wie gesagt, Fragen einfach in das Fragefenster. Markus sammelt die und stellt sie mir am Ende. Und damit rein in das Thema Datenschutz und in die Frage, warum machen wir das eigentlich alles? Weil jetzt gleich die Frage kommen wird, werden die Folien nachher zur Verfügung gestellt? Ja, es gibt schon ein PDF, was unterwegs ist zum Markus und der wird die dann sicherlich mit allen Teilnehmenden teilen. Was in Deutschland, ja, warum machen wir das ganze DSGVO-Gedöns und warum kümmern wir uns überhaupt um den Datenschutz? Naja, die Datenschutzbehörden, die ja lange zwar ein Dasein fristeten und eher den Experten wie uns so bekannt waren, die machen schon auf sich aufmerksam. Wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen und auch ein Webinar mit meinem Kollegen Lasse Konrad zu der Frage, wie geht man richtig um mit Datenschutzbehörden? Und dass es sich lohnt, mit denen richtig umzugehen, zeigt dieses Slide, wo ich mal zusammengetragen habe, ja, wo ich mal zusammengetragen habe, die
heftigsten Bußgelder, die jetzt in letzter Zeit sozusagen passiert sind, und zwar ausschließlich aus dem Online-Marketing-Bereich. Soll mal ein kleiner Überblick sein. Die sind nicht alle aus Deutschland, sondern eben zum Teil aus dem Ausland. Hier, der große Spitzenreiter sozusagen Amazon, die eine Dreiviertelmilliarde zahlen sollen von der Datenschutzbehörde in Luxemburg, weil sie ihr Online-Targeting nicht richtig aufgesetzt haben oder dort mehr personenbezogene Daten verwenden als sie sollen. Google ist natürlich immer wieder im Fokus der Datenschutzaufsichtsbehörden. Hier geht es um fehlende Datenschutzhinweise, fehlende Einwilligungen, 50 Millionen von der CNIL in Frankreich. Die Datenschutzbehörde in Italien hat 27 Millionen verhängt gegen einen Telekom-Provider, Telefonwerbung, verschiedene Online-Marketing-Verstöße. Die österreichische Post sollte 18 Millionen zahlen, weil sie individuelle Nutzerprofile angelegt haben über Bürger und Bürgerinnen und die verkauft haben sollen an Parteien für zu Werbezwecken. Das ist auch gehoben worden. Und auch in Deutschland, da fällt es jetzt ein bisschen ab, aber auch die deutschen Behörden haben schon hohe Millionen Bußgelder verhängt, jetzt im Online-Marketing-Bereich. Nur mal ein Beispiel, 200.000 Euro gegen Delivery Hero, das war relativ früh, schon 2018, weil die angeblich Werbewidersprüche, das heißt, um 7 Werbewidersprüche gehandelt haben, nicht akzeptiert haben oder nicht beachtet haben und Bußgeld haben sie akzeptiert. So. Das heißt, es ist tatsächlich jetzt die dicke Bußgeldkeule geschwungen. Es ist tatsächlich essentiell, dass man sich mit den Datenschutzthemen auseinandersetzt und man kann nicht so richtig unter dem Radar fahren. Man sollte jedenfalls, wenn man bestimmte Tools, Techniken einsetzt, sich bewusst sein, was man da macht, und mal vorher genau prüfen, ob es denn eigentlich datenschutzkonform ist, was man da macht oder nicht. Die Datenschutzbehörden haben natürlich begrenzte Kapazitäten, das ist so. Das ist auch aus Sicht derjenigen, die das ist vielleicht nicht ganz genau nehmen wollen, im Datenschutz auch gut so. Sie werden schon tätig und wenn sie sich erstmal verbissen haben, dann gehen sie da auch tatsächlich in ordentlichem Umfang vor und eben auch im Online-Marketing. Mal zwei Beispiele rausgezogen. Das erste Thema Cookies und da gibt es hier jetzt auch eine Neuigkeit, vielleicht bei dem einen oder anderen für Aufmerksamkeit gesorgt, das neue Telekommunikations- und Teledienste-Datenschutzgesetz, TTDSG, was seit Dezember bei uns gilt. Und damit wird die Privacy-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt, mit der Kleinigkeit von fast 10 Jahren Verspätung. Wenn wir schon vor Jahren in England und Holland überall die Cookie-Banner gesehen haben, wenn man auf der Guardian- oder BBC-Seite war und mal Cookie-Banner akzeptieren musste, ist es jetzt dann eben endgültig auch bei uns angekommen. Und ich finde immer ganz spannend zu sehen, wie die großen deutschen, dann schon compliance-getriebenen Unternehmen mit den Cookie-Bannern umgehen. Ja, hier gibt es also die Otto-Lösung, was das Otto gemacht hat im Jahr 2018, als es erst losging mit der DSGVO und mit Cookies. Ja, da konnte man also noch durch weites Surfen sein Okay geben und war mit allem einverstanden. Inzwischen macht auch Otto einen dicken, fetten Cookie-Banner. Man hat jetzt schon auf der ersten Ebene die Möglichkeit, Cookies abzulehnen. Dort unten links. Und dann weiß nicht, wie ihr das macht, aber jemand wie ich, der jetzt schon natürlich den Datenschutz eine gewisse Bedeutung zumisst, der schaut natürlich schon, dass er da möglichst schnell rauskommt und die Cookies dann eben nicht akzeptiert. Und wenn aber eine einfache Möglichkeit nicht gegeben ist, dann lässt man es halt bleiben und akzeptiert die Cookies, löscht sie sowieso immer mal wieder im Browser. Mir schon einleuchtet, wenn mir meine Mandanten oder die Marketingabteilungen der Mandanten sagen, wir müssen es schon so machen, dass möglichst viele dort auf Okay klicken. Otto hat über die Jahre deutlich umgestellt und jetzt auch immer sozusagen einen ausführlicheren Button verwendet und jetzt eben auch auf dieser ersten Seite eine Möglichkeit vorgesehen, Nein zu sagen. Allerdings natürlich ist der Okay-Button deutlich größer als das kleine Cookies ablehnen dort unten links. Das ist auch zulässig, sowieso, wenn man
Porto ist relativ nah dran mit der hamburgischen Datenschutzbehörde. Wenn man sich anschaut, was die machen, dann ist man jedenfalls mit einiger Sicherheit davor gefeit, dass es auch Bußgelder geben wird. Insofern ist das sicherlich eine Maßnahme, die man machen kann, wenn man überlegt, darf ich das oder darf ich das nicht, sagt jetzt mir hier irgendein Datenschützer intern in unserem Unternehmen oder ein Kunde, wenn ihr Agentur seid, nein, das dürfen wir nicht und so weiter. Ja, es ist ein Argument, man soll ja nicht immer auf die anderen gucken, aber es ist ein Argument, wenn es bei Otto oder anderen Großen so gemacht wird oder nicht. Auch wenn es natürlich, das muss man auch sagen, ja, ist ein bisschen wie wenn die Patienten zum Arzt kommen und irgendwas gelesen haben, so ist es natürlich bei den Anwälten auch. Wenn die dann sagen, ja, aber Amazon macht dann, da kann man natürlich als Gegenargument sagen, naja, Amazon hat auch gerade 3/4 Milliarde Bußgeld gegen sich verhängt bekommen wegen Online-Targeting-Maßnahmen. Sicher ist es natürlich nicht, bei Otto wäre so ein bisschen mein Tipp. Ist es ein bisschen anders, weil die werden jetzt auch nicht jedes Go bekommen haben von der Datenschutzbehörde in Hamburg, aber jedenfalls ist es nicht so, dass es gar nicht geht. Ein anderes Beispiel, Adidas ist deutlich vorsichtiger, sorry, andersherum, deutlich progressiver unterwegs und haben sich dort lange eine Variante überlegt, wo man auf der ersten Seite gar keine Möglichkeit hatte, abzulehnen aus dem First Layer, sondern man konnte dann eben Tracking-Einstellungen verwalten und auf der zweiten Ebene, und darauf will ich hier hinaus, hatte man sozusagen schon eine Vorauswahl getroffen. Marketing-Cookies waren akzeptiert, wenn ich jetzt dort unten auf Speichere meine Wahl klicke, und die anderen eben nicht. Die haben sich dann eben auch der Kritik ausgesetzt gesehen, naja, das soll auch ein Opt-in sein. Und was ihr hier macht, ist, ich muss sozusagen auf der zweiten Ebene, erstens kann ich auf der ersten Ebene nicht Nein sagen und auf der zweiten Ebene muss ich dann nochmal diese Einstellung dort ändern und auf erforderlich gehen, wenn ich tatsächlich nur die notwendigen Cookies akzeptiert haben möchte. Und deshalb sei das schwierig. Ich glaube, dass man mit guten Argumenten das sogar so machen kann, wie wir es dort hatten. Ja, wenn man sich erstens über die Hürde hinwegsetzt, dass es auf der ersten Seite schon eine Möglichkeit geben muss, Nein zu sagen, dazu sage ich gleich nochmal einen Satz, und zweitens, ja, ein Argument findet dazu, dass es ja trotzdem ein Opt-in ist, weil unten nicht, das Opt-in kommt ja durch das Speichere meiner Wahl und nicht durch die Einstellung, die man davor vornimmt. Ja, aber auch Adidas hat angepasst und hat jetzt jedenfalls im November eine deutlich transparentere Ausgestaltung gehabt. Sie hatten zwar weiterhin keine Möglichkeit, auf dem First Layer abzulehnen, auf der zweiten Ebene muss man jetzt sozusagen dann aktiv Marketing und funktional ankreuzen, wenn man einverstanden ist mit dem einen oder anderen. Das macht natürlich, so wäre jetzt erstmal meine Erwartung, niemand. Wir haben in den letzten 2, 3 Jahren sicherlich eine mittlere vierstellige Zahl an Cookie-Bannern geholfen zu designen. Ja, die Kollegen aus meinem Datenschutzteam treffen zwar immer wieder auf spannende und interessante Ausgestaltungen, es waren auch keine 2 Cookie-Banner gleich. Die allertollste Aufgabe ist es natürlich nicht, aber ich finde halt schon spannend die Rückkopplung, die dann von den Mandanten kommt, wie was funktioniert. Und ich glaube, dass tatsächlich auch zulässig ist, dort oder ein gangbarer Weg ist, dort ein bisschen zu testen, wie bestimmte Dinge funktionieren. Am Ende sollte man eines nicht machen, das ist auch noch ein Hinweis von mir. Nicht zu oft aus rechtlicher Sicht an die Einstellungen herangehen. Was man machen muss, ist, die Datenschutzinformationen anzupassen, wenn ihr ein neues Tool einführt, ein neues Widget ausprobiert. Immer wenn ihr Drittanbieter auf eure Seite lasst und Daten übermittelt werden, an denen muss es zwingend in der Datenschutzinformation auftauchen. Das sollte auch passieren, bevor das Tool freigeschaltet wird. Aber ja, nur weil irgendein Amtsgericht irgendwas gesagt hat oder die österreichische Datenschutzbehörde dazu ja gleich Google Analytics verboten hat, ja, oder ja, irgendwelche Anwälte in ihren Blogs, Datenschutzblogs, wieder geschrieben haben, dass irgendwie das und das nicht geht, heißt es nicht, dass man zwingend und sofort sein Cookie-Banner anpassen muss, sondern ich würde damit ein bisschen
zuwarten und das immer wieder Vorlage ein halbes Jahr machen und dann immer mal wieder schauen, ob man da jetzt was ändern muss. Ja, sonst seid ihr tatsächlich, sonst braucht ihr einen Cookie-Banner-Beauftragten, der nichts anderes macht, als das zu monitoren. Das halte ich nicht für sinnvoll. Einmal entscheiden, durchziehen, ja, eine vernünftige Expertise einholen, wenn ihr dort eher vorsichtig, wenn ihr dort eher progressiv sein wollt und zum Beispiel auf der ersten Ebene keinen Ablehnen-Button haben wollt, aber dann weitergehen und zusehen, dass die nächste ja, dass man da jetzt erstmal ein halbes Jahr Ruhe hat. Ja, kurz ins Gesetz geschaut. Ja, während wir eben lange gar kein vernünftiges Gesetz hatten zu Cookie-Bannern und man sich aus Vorschriften, wo eigentlich das Gegenteil drin stand, herauslesen lassen musste, dass man überhaupt ein Cookie-Opt-in braucht, steht jetzt ausdrücklich in § 25 des TTDSG. Also es gibt eine Opt-in-Pflicht für Cookies. Und in ja, diese Einwilligung, die man dort einholt, in das Setzen und oder Auslesen von Cookies, muss genauso ausgestaltet sein wie die Einwilligung, die man zum Beispiel für die Werbung per E-Mail braucht. Also sie muss freiwillig sein, vor allem da gelten also die Maßstäbe aus der DSGVO. Und eine Einwilligung ist eben nur dann nicht erforderlich, wenn die Speicherung oder der Zugriff auf diese Informationen zwingend erforderlich sind, um den Telemediendienst anbieten zu können, um ihn zur Verfügung zu stellen. Ja, typischerweise zum Beispiel ein Warenkorb-Cookie. Auch wenn ich eine Personalisierung anbiete auf der Website, dann muss ich dann anschließend diese Informationen auch speichern können, um die Personalisierung durchzuführen. Aber es muss natürlich dann eine freiwillige Personalisierung sein, wo die Leute dann irgendwann mal gesagt haben, ja, das möchte ich so. Dann wird dieses Cookie zu einem erforderlichen Cookie. Auch hierzu vielleicht ein Hinweis auf Herting FM, unseren Podcast. Da haben wir eine Folge aufgenommen mit der Christine Benedikt zum die früher bei der Bayerischen Behörde, bei der Bayerischen Landesdatenschutzbehörde für den Online-Bereich zuständig ist, jetzt die Seiten gewechselt hat und Verwaltungsgericht Regensburg Richterin ist, dann also entscheidet über solche Fälle. Ja, und da haben wir uns intensiv unterhalten über ein paar Ausgestaltungsmöglichkeiten. Wer da mehr erfahren will, das ist sicherlich sinnvoll. Dann mal kurz in die Frage. Jetzt muss ich hier, ich habe hier heute leider nur einen Bildschirm und bin ein bisschen behindert. Ich wollte nur kurz durchgehen, brauchen durch ein paar Fragen mehr als Zusammenfassung gedacht. Ja, brauchen alle Websites einen Cookie-Banner nach 25 TTDSG? Ja, die Antwort ist nein, weil es ja Websites gibt, die ganz ohne Cookies auskommen, weil es Websites gibt, die nur mit notwendigen Cookies auskommen. Also da braucht tatsächlich nicht jeder nicht jede Website einen Cookie-Banner. Die nächste Frage: Können Tracking-Cookies notwendig sein, technisch notwendig sein, sodass ich deswegen eine Einwilligung brauche? Ja, da ist dann schon die von Markus schon angekündigte kommt drauf an Antwort. Ich sag mal kaum. Ja, wenn ihr tracken wollt mit und dafür Cookies einsetzen wollt, dann müsst ihr damit rechnen, dass jedenfalls mal Datenschutzbehörden sich auf den Standpunkt stellen, dass das nicht notwendig ist für die Website. Es gibt andere Ansichten. Ja, die niederländische Behörde hat zum Beispiel mal gesagt, naja, also wenn es jetzt nur ein Cookie ist, um die Website besser zu machen, nur um zu sehen, ob es alles funktioniert, dann kann man so ein Tracking-Cookie schon auch unter notwendig fassen. Aber Cookies, die dazu da sein sollen, Werbung zu personalisieren, Werbung ausliefern zu können, die sind eher nicht notwendig. Google Tag Manager, ja, sind die technisch notwendig, sodass ich dort kein Cookie-Opt-in brauche? Ich schreibe eher nein, weil die Tools, also zum Beispiel Analytics, die ich in dem Tag Manager verwalten möchte, ja, wenn die technisch notwendig sind, wenn nicht technisch notwendig sind, nach der Kategorisierung, die wir sie eben hatten, ja, dann ist der Google Tag Manager auch nicht notwendig. Insofern wird man dann so dazu kommen, dass man ein Cookie-Opt-in braucht und dann sollte man den natürlich so ausgestalten, dass er für alle Cookies gilt. Insofern, wer den Tag Manager einsetzt, der wird auch ein Cookie Opt-in im Zweifel brauchen. Dann die Frage, die wir gerade bei dem Adidas-Beispiel schon diskutiert hatten, braucht es auf der ersten Seite eine Möglichkeit, alle Cookies abzulehnen? Die Antwort ist hier
Meine Antwort steht da oben drüber, ja, eher nein. Wie gesagt, auch die Christin Benedikt meint, das sei gar nicht so wichtig, wenn es die Möglichkeit auf der zweiten Ebene gibt, dort relativ leicht nein zu sagen, dann sei das für sie in Ordnung. Ich habe auch noch eine Privatmeinung dazwischen, aber ja, in den Aussendungen der Datenschutzbehörden steht relativ klar drin, dass, oder da steht sehr klar drin, es gibt eine neu überarbeitete Anweisung der Datenschutzkonferenz, also der Zusammenschluss der deutschen Datenschutzbehörden, und da sagen die sehr klar, doch, es braucht auf der ersten Seite die Möglichkeit, Nein zu sagen. Also da begibt man sich dann in den grauen Bereich, wenn man da sagt, man möchte es eher aus der zweiten Ebene haben. Nicht richtig ist, wenn manche sagen, dass die Cookie-Banner müssen gleich aussehen, die Alternativen, ja, nein, müssten gleich aussehen, und ja, dürften nicht mal farblich unterschieden sein. Also dieses Nudging in die richtige Richtung lenken der Leute, was ja in der Conversion-Optimierung, sagen wir mal, die Disziplin ist, ja, das ist schon zulässig, das kann man tatsächlich machen. Dann kann ein weiteres Surfen als Einwilligung gelten. Nein, ja, das ist das, was Otto irgendwie 2017, 18 noch gemacht hat. Das wird man inzwischen nicht mehr vertreten können. Ja, die Leute müssen, das sagen mehrere EuGH-Entscheidungen, aktiv sagen, was sie wollen. Und nur dann ist es zulässig, ja, das als Einwilligung anzusehen. Ein bloßes Weitersurfen wird dazu nicht gehören. Dann dürfen verschiedene Cookie-Kategorien zusammengefasst werden. Ja, klar, sonst wird der Cookie-Banner ja so unübersichtlich, dass man es gar nicht steuern kann. Es gibt auch nicht zwingend einen Grund, dass man für jedes einzelne Cookie sagen können muss als Nutzerin, ja, möchte ich nicht. Auch das ist sozusagen nicht zwingend. Und dann die lustige Frage, darf die Nutzung der Website von Cookie Opt-in abhängig gemacht werden? Also theoretisch schon. Ja, es gab mal, als das EuGH und dann BGH-Urteil neu raus war, mehrere, die das probiert haben. Also zum Beispiel BMW-Shop, die hatten gesagt, wenn ihr weiter machen willst, müsst ihr hier zustimmen, sonst geht auch Mercedes kaufen. Ja, das fand ich irgendwie, also die haben das ein bisschen anders formuliert, aber das ist das, was dabei rauskam. Das fand ich einigermaßen lustig. Das ist natürlich für den Durchschnittsshop eher nicht so ein probates Mittel. Und dann die Frage, die letzte Frage, dürfen dort die Häkchen schon vorbelegt sein? Auch das ist letztlich umstritten. Ja, viele entnehmen den EuGH-Entscheidungen, die es dazu gibt, vor allem dieser Planet 49-Entscheidung, wenn es schon mal jemand gehört hat. Nee, da steht doch gerade drin, man muss aktiv zustimmen, aber ich habe es vorhin in der Ausgestaltung dort bei dem Adidas, beim zweiten Adidas-Beispiel auch gezeigt, naja, ja, vorbelegt und vorbelegt ist ja nicht dasselbe. Ja, es darf nicht so sein, dass sozusagen ich durch einen vorbelegten Haken etwas ganz anderes erkläre, also äußere, dann zugleich den Cookies zustimme. Aber wenn es gerade um das Cookie geht und da ist eine Vorauswahl getroffen und ich sage dann unten, ja, genau, diese Vorauswahl gefällt mir, vielen Dank, so möchte ich gerne meine Anwendung erklärt wissen, da geht es dann möglicherweise schon. Aber auch da, das ist ein vergleichsweise dickes Brett, wo ihr gute Argumente braucht, um eure internen Datenschützer oder die Datenschützer der Kunden oder möglicherweise später mal eine Datenschutzaufsichtsbehörde oder einen Wettbewerber, der da abmahnt oder so, davon zu überzeugen. Am Ende ist es, wie es immer ist, die Rechtslage ist ein Kriterium unter mehreren bei einer wirtschaftlichen Entscheidung. Ja, es ist wichtig, dass man im Blick hat, was man macht. Es ist wichtig, dass man weiß, welche Entscheidungen oder wie die Rechtslage ist hinsichtlich der Entscheidungen, die ihr für euren Banner trefft. Aber es ist eben nicht zwingend, das dann so zu machen. Ja, man kann natürlich auch schauen, solange das nicht strafbar ist, und das sind ja Bußgelder von Datenschutzbehörden sicher nicht, ja, kann man da auch ein bisschen flexibel sein. Ihr müsst halt schauen, wie wichtig ist es. Und wenn ihr jetzt Agentur seid und einen Kunden, der praktisch da kaum was macht mit seiner Website, das ist ja auch nicht auf die Conversion so riesig ankommt, den dann dazu zu irgendeinem risikoreichen Cookie-Banner zu raten, würde ich eher nicht machen. Ja, aber bei anderen, wo es halt genau drauf ankommt, dann würde ich dann vielleicht möglicherweise nicht den allerstrengsten Maßstab ansetzen. So, letzter Teil zu meinem Datenschutz. Da gibt es ein bekanntes Gesicht zu sehen, auch mit dem Mike Bruns haben wir eine Folge aufgenommen zu Google Analytics. Ist schon ein bisschen her. Da ging es noch nicht um Google Analytics 4, aber auch da mehr aus der Tracking-Seite kommen natürlich mit ihm, als dass wir da die rechtlichen Probleme im Detail besprochen haben.
Ja, natürlich sind die Cookies, haben die Cookies keinen Selbstzweck, sondern die Cookies sind dazu da, in der Regel irgendeinen Zweck zu erfüllen. Und der Zweck ist dann jetzt in meinem Beispiel hier das Tracking. Ja, man muss das Tracking unterscheiden von dem Setzen der Cookies. Es sind unterschiedliche Rechtsgrundlagen, unterschiedliche rechtliche Anforderungen. Während eben bei den Cookies man eine echte Opt-in-Pflicht hat, gibt es auch die Möglichkeit, Tracking auf sogenannte berechtigte Interessen zu stützen. Ja, und ohne Einwilligung auszukommen. Andererseits, wenn ich sowieso eine Einwilligung für die Cookies brauche, dann macht es natürlich schon Sinn, die Cookie-Banner so zu formulieren, dass das Tracking dort mit drin ist. Ja, also auch hier lohnt sich ein Blick wie das die Kollegen vom Otto machen. Ja, die differenzieren dort. Manche Tracking-Tools sind von der Einwilligung umfasst, andere nicht. In der Datenschutzinformation steht das alles entsprechend drin. Ja, darf ich denn nun Google Analytics oder jetzt neu, wer jetzt GA4 einführt, Analytics 4 einsetzen oder nicht? Die österreichische Datenschutzaufsichtsbehörde meint auf eine Klage von Max Schrems und seinem None of Your Business Initiative, österreichischer Jurist, der sich vor allem dadurch einen Namen gemacht hat, dass er Facebook das Leben zur Hölle macht und dann vielen anderen auch der EuGH entsprechende Entscheidungen trifft. Die österreichische Datenschutzbehörde sagt nein, Google Analytics ist alleine des Datentransfers in die USA wegen unzulässig. Ja, auf unserer Website herting.de findet ihr unter Wissen einen ganz aktuellen Beitrag eines Kollegen von mir, der sich damit auseinandersetzt und mal schreibt, was die Österreicher nun eigentlich wirklich sagen und was sie nicht sagen. Das fällt in die Kategorie, ja, okay, eine Datenschutzaufsichtsbehörde meint das eine. Ja, das heißt nicht, dass das zwingend richtig sein muss. Auch hier, nur weil die Datenschutzbehörden was sagen, heißt es nicht, dass das Gesetz ist. Was das Gesetz ist, steht immer noch im Gesetz. Ja, und da wird am Ende der Europäische Gerichtshof entscheiden. Und die Datenschutzaufsichtsbehörden sind das, was sie sind, nämlich Aufsichtsbehörden, die dem Datenschutz zugetan sind. Und die werden natürlich eine eher strengere Ansicht einnehmen. Was meine ich? Ja, wenn man sich überlegt, ist ein Tracking-Tool zulässig, muss man sich ein paar Fragen stellen. Die erste oder nullte ist, gibt es überhaupt Personenbezug? Nur wenn es personenbezogene Daten sind, gilt die DSGVO. Ja, übrigens bei Cookies nicht relevant, da geht es nicht um Personenbezug, da braucht man immer einen Opt-in. Für die ganzen Tracking-Fragen, DSGVO, die gelten nur, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das wird immer der Fall sein im Tracking, weil da geht es ja gerade darum, die Nutzer und Nutzerinnen zu identifizieren, wiederzuerkennen. Das heißt, da haben wir es immer mit personenbezogenen Daten zu tun, wenn nicht Leute sagen, naja, wir verhaschen ja hier alles, das ist alles nicht so schlimm, was wir da machen. Ja, dann wird es im Zweifel nicht dazu führen, dass es keine personenbezogenen Daten sind. So, und dann die Frage, gibt es ein berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung und ist die Datenverarbeitung notwendig für diesen Zweck? Das wird man in der Regel bejahen können. Und dann gibt es so eine Interessenabwägung, ja, die bei Matomo positiv ausfällt, bei Google Analytics, weil die ein bisschen mehr mit den Daten machen, eher im gelben Bereich ist, wobei wir gerade wieder ein Gutachten geschrieben haben zu der Frage, ob man das einsetzen kann oder nicht, zum Schluss gekommen sind, ja, wenn man die Datenschutzeinstellungen vornimmt, und bei Google Analytics ist ja zum Beispiel die Default-Lösung, dass die IP-Adressen gekürzt werden, bevor sie gespeichert werden, dann kann man das schon. Der Datentransfer ins EU-Ausland, also insbesondere in die USA, ist ein Problem. Ja, seit dieses Privacy Shield aufgrund der Klage von Herrn Schrems weggefallen ist, ist es tatsächlich mühsam, und zu begründen, warum der Datentransfer ins EU-Ausland zulässig sein soll. Ja, die Wahrheit ist, und deshalb habe ich das hier nicht rot gemacht bei Analytics, sondern orange, die Wahrheit ist, keine einzige Behörde in den USA interessiert sich für Google Analytics Daten, wie auch, ja, das sind Pseudonyme, die dort gespeichert werden, die haben natürlich kein Interesse daran, bei Analytics irgendwelche kryptischen Informationen dazu abzufordern, welche gekürzte IP-Adresse wann auf welcher Website war. Ja, Google muss ja diese Anfragen entsprechend veröffentlichen und sagt halt null. Ja, keine einzige amerikanische Behörde hat auch nur eine einzige Frage zu Analytics gestellt. Die Fragen zu YouTube, die sind natürlich da, aber deshalb finde ich schon, dass man sich auch über diese Hürde hinweg bewegen kann und also sagen kann, naja, man kann auch Analytics 4 einsetzen. Es ist allerdings einfacher zu begründen, warum das nicht der Fall sein soll. Ja, die Datenschutzbehörden, wie gesagt, sind da eher auf der Seite derer, die sagen, geht nicht.
Was stelle ich jetzt hier überhaupt für eine Frage? Die Frage ist immer nur, komme ich ohne Einwilligung aus oder nicht? Wenn ich hier zu dem Schluss komme bei Analytics, nee, das ist uns zu riskant, das machen wir nicht, heißt nicht, ich darf Analytics nicht einsetzen, sondern das heißt, ich brauche eine Einwilligung der Nutzer, die auf meine Website kommen und die kann ich natürlich in den Cookie-Banner abfrühstücken. Das heißt, Zusatzproblem ist die Frage mit der Übermittlung von Daten ins EU-Ausland. Da sagen manche, das geht nicht mit einer Einwilligung, die standardmäßig eingeholt wird. Da muss man dann einen anderen Weg finden. Das kriegt man nicht ganz in den Griff. Aber erstmal, könnt ihr davon ausgehen, das sage ich jedem Mandanten, die kommen, dürfen wir das und so weiter. Mit einer Einwilligung kann man im Datenschutz, das ist, mag man auch für falsch halten, aber mit einer Einwilligung kann man im Datenschutz praktisch alles rechtfertigen. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr ein Tracking-Tool habt und zufrieden seid damit, wie das funktioniert, was auch mit der Speicherung von Daten in der EU auskommt, dann solltet ihr eher das nehmen. Es gibt aber aus meiner Sicht keinen zwingenden Grund, auf Analytics 4 zu verzichten, Analytics 4 nicht einzusetzen. So, das war der Tracking-Block, der wie immer ein bisschen länger geraten ist, als er sollte. Und ich werde mich jetzt ein bisschen um Tempo bemühen, um durch die anderen Punkte durchzukommen. Influencer Marketing, auch hier auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/Herting, findet ihr Webinare auch zu diesem Thema und auch eine Podcast-Folge haben wir aufgenommen mit einer Kollegin von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg zu dem Thema. Was hat denn jetzt der Bundesgerichtshof eigentlich gesagt zum Influencer Marketing? Also, wer mit InfluencerInnen arbeitet und sie beauftragt, muss wissen, es steht in verschiedenen Gesetzen, ich werde gleich im Einzelnen darauf eingehen, dass der kommerzielle Zweck einer geschäftlichen Handlung klar auf den ersten Blick und ohne jeden Zweifel als solcher erkennbar sein muss. Ja, es muss also zu sehen sein, ob jemand etwas tut, weil er dafür bezahlt worden ist oder ob er es aus freien Stücken tut. Das ist also der Grund, warum wir Hashtag Werbung jetzt alles gekennzeichnet sehen, weil wenn eine Influencerin bezahlt worden ist, um ein bestimmtes Produkt zu promoten, dann soll sie das auch kennzeichnen müssen. Die Fälle, die der Bundesgerichtshof im September entschieden hat, waren alles Fälle, wo der Verband Sozialer Wettbewerb Influencerinnen abgemahnt hat, unter anderem Kathi Hummels. Da ging es immer darum, ob die, wenn sie Marken vertaggen in ihren Stories, ob das als Werbung gekennzeichnet sein muss, eine Tab-Tags. Und da sagt der Bundesgerichtshof, ja, grundsätzlich müsst ihr Werbung als solche kennzeichnen. Ihr könnt nicht immer davon ausgehen, dass die Leute das als Werbung erkennen werden. Ja, jetzt sagt er aber zugleich, naja, wenn du 4 Millionen Follower hast, dann werden die Leute schon sehen, dass du das jetzt nicht nur mit deinem privaten Kreis teilst, sondern dass das sozusagen irgendwie zu Werbezwecken passiert. Und sie sagen, wenn man nur das tut, was sowieso geht innerhalb der Plattformen und sozusagen eine logische Konsequenz ist, und dazu soll das Vertagen der Seiten der Produkthersteller zählen, dann sei das noch keine Werbung, die allein deshalb dazu führt, das zu kennzeichnen ist. Die Grenze ist aber immer, wenn eine Gegenleistung verlangt worden ist, also wenn oder gezahlt worden ist oder irgendein anderer geldwerter Vorteil gewährt worden ist, dann ist es anders, dann muss immer gekennzeichnet werden. Also, um es hier ein bisschen kurz zu machen, wie gesagt, schaut euch das Webinar an, wenn es oder hört in den Podcast rein oder schaut euch an die Seite der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die so eine Matrix aufgestellt haben, wo es darum geht, was müssen wir denn jetzt wie kennzeichnen? Gibt ja noch mehr als Instagram. Die Message ist im Zweifel kennzeichnen, was natürlich dazu führt, dass jetzt fast alles als Werbung gekennzeichnet ist und man gar nicht mehr die Spreu vom Weizen unterscheiden kann und gar nicht mehr sieht, was jetzt eigentlich tatsächlich ein sozusagen bezahlter Post ist und was nicht. Meines Erachtens werden den Verbrauchern da Steine statt Brot gegeben, weil inzwischen eben alles als Werbung gekennzeichnet ist. Sollte man dann aber eben auch so machen, wenn man keinen Ärger hat. Und aus Auftraggebersicht gedacht, wenn ihr in Agentur seid, die dazwischen geschaltet seid oder wenn ihr die Werbenden seid, dann im Zweifel
eine Verpflichtung den Influencerinnen auferlegen, das entsprechend zu kennzeichnen, weil der VSB halt weiterhin auch gegen Werbende vorgeht und nicht nur gegen die Influencerinnen. Mein nächster Punkt sind die Gewinnspiele. Und hier den Besitzer eines Whirlpool-Online-Shops mal zum Beispiel genommen, der hat nämlich vom OLG Frankfurt eins auf den Deckel bekommen. Da geht es darum, darf ich in Social Media ein Gewinnspiel machen und ja, für und jede und eine Gewinnchance sozusagen davon abhängig machen, wie die in welcher Form und in welcher Weise die Leute mit mir interagieren. Und der hat halt gesagt, also ihr könnt sozusagen ein Los dadurch erwerben, dass ihr liked, dass ihr kommentiert, dass ihr den Beitrag teilt und dass ihr Bewertungen abgebt auf unsere Produkte. Und dagegen ist ein Wettbewerber vorgegangen und hat gesagt, also das mit den Bewertungen, mal das andere weggelassen, alles mit den Bewertungen gefällt uns gar nicht, weil da würdest du ja jetzt quasi Bewertungen kaufen, indem du sagst, also ja, ihr habt eine Loschance, eine Chance auf die Teilnahme und dann, wenn ihr eine Bewertung da lasst, da sagt es OLG Frankfurt hier, naja, dann sind es ja keine objektiven Bewertungen mehr, sondern die sind dann praktisch gekauft und hat ihnen deshalb die Werbung mit den Bewertungen verboten, solange wie sie jedenfalls auch darauf zurückzuführen sind, dass Leute so eine Gewinnchance hatten. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Den Like kann man weiterhin sozusagen verlangen. Da gibt es auch Urteile dazu, dass das in Ordnung ist. Bei den Bewertungen soll eine Grenze erreicht sein. Genau, nur ein kurzer Hinweis auf die Notwendigkeit von Teilnahmebedingungen, wenn ihr größere Gewinnspiele macht, insbesondere aber, wenn ihr Einwilligungen oder Nutzungsrechte eurer Teilnehmenden braucht, zum Beispiel, weil die ja, Fotos hochladen sollen und ihr wollt die anschließend verwerten, verarbeiten und zu Werbezwecken nutzen, dann braucht ihr Nutzungsrechtseinräumung. Das kann dann in die Teilnahmebedingungen, ja, die solltet ihr irgendwo auf eurer Seite ablegen, wenn ihr in Social Media ein Spiel wenn euer Marketing Social Media ein Gewinnspiel durchführt, ja, verlinkt auf diese Seite und dann seid ihr da safe. Ja, wer ein Muster braucht für Teilnahmebedingungen, ich habe eins auf onlinemarketingrecht.de eingestellt. Das ist sehr, sehr lang, nicht alle Gewinnspiele brauchen so ein Muster, brauchen so einen langen Teilnahmebedingungen, aber da findet ihr eigentlich alles, was man so braucht. Immer die gleiche Frage, die ich kriege, ist es eigentlich zulässig, die Werbeeinwilligung zu koppeln, wenn ich jetzt weg von den Social Media bin und eine Werbeeinwilligung einhole, zum Beispiel ins E-Mail-Marketing und die Teilnahme am Gewinnspiel koppeln. Du kannst nur dann teilnehmen, wenn du. Ja, meiner Meinung nach ist das in Ordnung. Ich hatte vorhin schon gesagt, oberstes Gebot bei der Einwilligung ist die Freiwilligkeit und ja, niemand zwingt ja die Leute an meinem Gewinnspiel teilzunehmen. Insofern sehe ich schon, dass das hier eine freiwillige Teilnahme ist und da eben auch eine freiwillige Einwilligung ist. So, dann ins E-Mail-Marketing, hatte ich ja gerade im Prinzip schon angedeutet. E-Mail-Marketing, toller Übergang, nämlich beim Gewinnspiel darf ich doch also die Einwilligung in die Werbung per E-Mail verbinden mit der Teilnahme am Gewinnspiel. Warum brauchen wir überhaupt eine Einwilligung? Diese Zulässigkeitsampel habe ich wahrscheinlich bei der BlueCon 1 schon gezeigt. Daran hat sich nicht so furchtbar viel geändert. Ich will auch gar nicht allzu sehr ins Detail gehen, nur zeigen, wenn ihr E-Mail-Werbung macht, seid ihr also in der ganz rechten Spalte und braucht im Zweifel eine ausdrückliche Einwilligung derjenigen, die ihr bewerben wollt. Beim Telefon ist es genauso, gibt es eine kleine Ausnahme für den B2B-Bereich, die aber auch mit Vorsicht zu genießen ist. Ansonsten braucht ihr eben eine ausdrückliche Einwilligung. Zu dem gelben Bereich dort hier bei Bestandskunden sage ich gleich noch etwas. Ja, ihr müsst euch bewusst sein, dass die Werbung per E-Mail, aber auch die Werbung per Telefon in zwei Rechtskreise berührt, ja, oder in meinem Fall Rechtsellipsen. Das eine ist, dass das eben Werbung ist und deshalb das UWG gilt und man deshalb eine Einwilligung braucht. Und das andere ist, man verarbeitet ja auch personenbezogene Daten.
Man muss deshalb auch den Datenschutz beachten und in die Mitte fällt es, worüber wir jetzt gerade sprechen, nämlich der E-Mail-Newsletter, ja, der natürlich eine Werbung per E-Mail ist und damit zugleich eine Nutzung personenbezogener Daten, jedenfalls mal der E-Mail-Adressen. Und jetzt zu der Ausnahme in Kundenbeziehungen und warum man die vielleicht fruchtbar machen sollte. Das ist der Paragraph 7 Absatz 3 UWG. Da steht drin, dass man auch werben darf ohne Einwilligung, wenn vier Voraussetzungen vorliegen. Die habe ich euch auf die Slide getan. Ich möchte euch nur hinweisen auf den letzten Punkt. Es muss schon bei Erhebung der E-Mail-Adresse ein Hinweis auf die Widerspruchsmöglichkeit gegeben worden sein. Nur dann kommt ihr ohne eine Einwilligung aus. Das heißt, ihr müsst zwar keine Einwilligung abverlangen euren Kunden, wenn ihr die E-Mail-Adresse in einem Verkaufsprozess erhalten habt vom Kunden, aber ihr müsst schon dort sagen, hey, es kann sein, dass wir die Werbung zuschicken und hier ist die Möglichkeit, Nein zu sagen. Du hast jedenfalls die Möglichkeit, das Opt-out zu erklären. Das muss dokumentiert sein und dann dürft ihr für eigene ähnliche Produkte werben, solange der Kunde nicht widersprochen hat. Das fehlt meistens. Aber wenn ihr das vorher wisst und eure Kampagnen entsprechend aufgleist, und dafür sorgt, dass ihr den Kunden rechtzeitig, und schon bei Erhebung der E-Mail-Adresse entsprechenden Hinweis gibt, dann ist tatsächlich das eine Möglichkeit, zum Beispiel, um für in Transaktionsmails Werbung zu machen, ja, oder um Bewertungs- und Feedback-Anfragen vorzunehmen. Aus Zeitgründen will ich jetzt hier gar nicht so weiter eingehen. Das ist ja in den Seminaren, die ich plane und wir 121 Watt mache, sprechen wir viel darüber. Die Autoresponder-Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wo es um die zweite Hälfte der Mail geht, die dort Gegenstand war, ja, und hat der BGH gesagt, nö, so eine Werbung, das ist Werbung. Ja, das ist ein zulässiger Autoresponder, aber die Hinzufügung von Werbung macht die ganze Mail zur Werbung und deshalb brauchst du eine Einwilligung. Ja, hier kann man sagen, wenn man zum Beispiel eine Rechnung verschickt und in der Rechnung darum bittet, dass man bewertet wird, ist es eine Hinzufügung von Werbung in einer Transaktions-E-Mail, die ganze Mail zur einwilligungsbedürftigen E-Mail-Werbung macht. Ja, aber wofür soll es wohl eine Werbung sein? Wenn dann doch für die eigenen ähnlichen Produkte. Das heißt, wenn die Voraussetzungen von 7 Absatz 3 vorliegen, darf man auch wiederum so eine Produktbewertung machen. Das wäre etwas, was ich auf den Schirm nehmen würde. Wenn ihr das bis jetzt nicht macht, schaut mal, ob ihr den 7.3 fruchtbar machen könnt, um Abmahnungen von insbesondere Rechtsanwalt Richter, da gibt es zwei Rechtsanwalt Richter, die nichts anderes machen als Abmahnungen für Werbung per E-Mail zu auszusprechen, ja, um sowas zu verhindern. Mal gucken, ob ihr den 7 Absatz 3 fruchtbar machen könnt. Und dann last not least, auch Markus war schon bei uns im Podcast. Da haben wir ein bisschen über SEO und Grundlagen gesprochen. Ja, das ist auch seine Podcast, kann ich euch natürlich ans Herz legen, aber das wisst ihr sowieso. Ja, da haben wir über SEO gesprochen. Mir geht es hier in dem Rechtsteil mehr um SEA. Da gibt es, wie vorhin schon gesagt, auch nicht so viele neue Entscheidungen, aber ein paar Sachen gibt es schon. Nämlich hier mal am Beispiel von Blutsgeschwister, so ein kleines Berliner Klamottenlabel. Ja, und in dem Fall, wenn man also nach denen sucht, kommen hier bestimmte Anzeigen für Händler, möglicherweise auch Wettbewerber. Und die Frage, darf man das eigentlich? Darf man also so ein Brand-Bidding betreiben? Darf man mit dem Keyword eines Wettbewerbers oder eines Labels werben oder nicht? Ja, hier also zum Beispiel Momo Fashion, ein Händler, der hat dort bietet hier auch Blutsgeschwister, aber hat die Klamotten selber gar nicht in seinem Portfolio, verwendet aber die Anzeige, verwendet aber den Namen auch nicht in der Anzeige selbst. Da sagt die Rechtsprechung derzeit, ja, ich muss zugeben, es ist kompliziert. Nicht jede Entscheidung ist dort gleich. Aber so die generelle Linie ist, also Keyword Advertising als solche ist zulässig, solange wie die Marke in der Anzeige nicht verwendet wird. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das ist meine generelle Richtung. Insofern
In Ordnung. Hier, Shoes in the City, ja, dürfen die das machen? Ja, die haben sogar einen Online-Shop für Blutsgeschwister, ja, wie sich das aus der Anzeige ergibt dort. Wenn das so ist, dann ist das in Ordnung. Wenn ich Reseller bin für bestimmte Waren, dann darf ich die Markennamen auch in der, darf die Markennamen auch in der Anzeige selbst erwähnen und hier ja, bergzeit.de, wenn die Blutsgeschwister tatsächlich online zu kaufen haben, dann ist die Werbung auch okay. Ist es nicht der Fall, zum Beispiel, weil sie ausverkauft sind, ja, und man kommt dann eben auf eine Landingpage, wenn man da klickt, wo Konkurrenzprodukte angeboten werden, dann wäre das eine markenrechtswidrige Anzeige. Wenn ihr Brandbidding macht oder Kunden dabei beratet, ja, überlegt euch, oder schaut, dass es ein Risiko ist, auch fremde Marken zu buchen. Im Zweifel würde es zulässig sein. Man muss sich aber auch hier der Gefahren, sag ich mal, bewusst sein. Und dann ein wichtiger Punkt, ja, Google-Anzeigen sind Werbeanzeigen. Es gibt Unternehmen, die müssen jede kleine Pipifax-Anzeige in irgendeinem Wochenblatt durch die Rechtsabteilung oder externe Rechtsanwälte jagen. Aber bei AdWords passiert gar nichts. Die können mehr oder weniger schreiben, was sie wollen. Da, also das Marketing. Das ist natürlich verrückt. Ja, natürlich sind Google-Anzeigen Werbeanzeigen. Und wenn ich einen Compliance-Prozess habe für Anzeigen, dann muss natürlich auch für Online, insbesondere für Bing oder Google Ads gelten. Hier nur als Beispiel, ja, wenn ich sage, in der Anzeige 40% Rabatt auf Fotobücher, dann muss auf der Landingpage auch irgendwas mit 40% zu sehen sein. Sonst ist das eine irreführende Anzeige. Die Leute kommen hier auf die Website, denken, da gibt es jetzt 40% Rabatt, gibt es aber gar nicht. Ach, ich bin schon mal hier, dann kann ich auch kaufen. Ja, genauso, wenn ich mit einem Preis werbe, hier 7,99 €, dann muss es aktuell die Möglichkeit geben, für 7,99 € ein Fotobuch zu kaufen. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Werbung Google-Anzeige irreführend. Nicht nur, dass es blöd ist für die Kunden, die denken 7,99 € und dann gibt es irgendwie erst ab 12 €. Ja, es ist eben auch wettbewerbswidrig. Nächster Punkt, wenn ihr Lieferfristen angebt, garantiert vor Weihnachten geliefert, ja, dann muss es eben auch stimmen. Die Anzeige ist deshalb lustig, weil sie zwischen Weihnachten und Neujahr geschaltet worden ist oder immer noch die Kampagne weiter lief, weil sie vergessen hat, jemanden auszuschalten. Ja, zwischen Weihnachten und Neujahr war die Anzeige mit ziemlicher Sicherheit zutreffend. Ja, aber am 23.12. möglicherweise nicht mehr. Auch wenn ich mit Lieferzeiten werbe in der Anzeige, auch hier ist es so, dass es grundsätzlich mal zutreffen muss. Ja, das darf dann nicht nur Mittwochnachmittag gelten, sondern muss dann eben an den normalen Tagen schon stimmen. Ja, dass man jetzt wie von Samstag 14 Uhr auf Sonntag 14 Uhr keine Lieferung wird erwarten können, wird sich die Durchschnittsnutzerin schon denken können und deshalb ist es in Ordnung, das sozusagen zu spezifizieren auf der Landingpage, wenn ich jetzt mit 24 Stunden Lieferung werbe, aber natürlich dürfen es dann nicht Einschränkungen sein, mit denen der Kunde oder der Google-Nutzer nicht rechnet. Also Message hier, Google-Anzeigen sind Werbeanzeigen, Werbepreise angibt, ja, müssen das jedenfalls mal im B2B-Bereich die Endpreise sein, die Mehrwertsteuer inkludieren und ja, irreführende Werbung ist verboten und dazu zählt zum Beispiel die Angabe von nicht zutreffenden Lieferfristen. Jo, ich hatte versprochen, dass ich mich kurz fasse und wir noch ein bisschen Zeit haben für Fragen, sodass ich jetzt tatsächlich mit diesem paar Fortschritt zu den dringenden Themen, die ihr euch mal anschauen solltet im Online-Marketing, durch bin und Markus würde sozusagen das Wort wieder dir geben, dass du mal schaust, ob es denn eigentlich Fragen gibt. Ja, vielen Dank, Martin. Ja, es gibt auch Fragen. Die Liste ist eigentlich sogar ziemlich voll. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen und ich sag mal auch eher vielleicht die großen Themen anzusprechen. Du hast ja viel gesagt und vorgetragen zum Thema Google Analytics und ob man das jetzt machen darf oder nicht. Weil trotzdem nochmal zusammenfassend die Frage an dich, wenn ich ein normales Unternehmen in Deutschland bin und ich nutze Google Analytics und ich mache nichts komplett abgedrehtes, hättest du Sorgen, Google Analytics
einzusetzen? Ich hätte keine Sorgen, aber ich bin ja auch Anwalt. Ich kann die Sorgen verstehen, sagen wir so. Ich kann die Sorgen verstehen von Leuten, die sagen, naja, ja, ich will jetzt hier keinen Ärger mit der Datenschutzbehörde haben. Das heißt, ich kann da leider nicht klar sagen, nein, es ist vollkommen bedenkenfrei. Ja, wie gesagt, es gibt die Aussage der österreichischen Datenschutzbehörde und es gibt, wird noch mehrere Verfahren geben, wo klar Unternehmen angegangen werden, weil sie Google Analytics einsetzen und zwar nicht in erster Linie, weil es ein Tracking-Tool ist, sondern weil Daten dort ins EU-Ausland übermittelt werden. Das heißt, es ist ein Problem. Ich halte das für handelbar und auch dieser Drittstaatentransfer, den kann man in den Griff bekommen. Ja, wie gesagt, schaut euch da diesen Beitrag auf unserer Website an, aber ja, man muss leider inzwischen sagen, es ist nicht mehr völlig risikofrei. Ich hätte zwei ganz gute Fragen, wo es jetzt eher so ums Handling geht, wie man mit Rechtsthemen umgeht und vor allem, ich sag mal, für ein kleines, normales Unternehmen, vielleicht so ein Mittelständler auf der Wiese, 30 Mitarbeiter oder so, keine Ahnung. Also eine Frage, die professionelle Erstellung von Impressum, Datenschutzerklärung, AGB ist nicht gerade günstig. Hand aufs Herz, sind die typischen Online-Generatoren in der Regel, in Anführungsstrichen, ausreichend? Also wie hoch ist die Chance, dass ein kleines Blog, kleiner Shop, kleines Unternehmen abgestraft wird, weil er sich eben nicht für großes Geld alles Rechtliche individuell anfertigen lassen kann. Ja, also die Frage habe ich letztens schon mal bekommen. Ich kann sie deshalb nicht zu Ende beantworten, weil ich natürlich jetzt nicht mit solchen Generatoren arbeite und jetzt nicht sozusagen da die Hand ins Feuer lege. Aber wer bei Trusted Shops seine AGB sich bauen lässt oder gebaut hat, wer bei dem Thomas Schwenke, Kollege aus Berlin mit Datenschutzgenerator.de, glaube ich, seine Datenschutzerklärung zusammengestückelt hat, der ist erstmal auf der sicheren Seite. Ja, ich kann völlig nachvollziehen und finde es auch vollkommen in Ordnung, auf solche Tools zu setzen und sich diese zu verwenden. Also Trusted Shops, Datenschutzgenerator, ich habe gerade gesagt, leben meine Hand nicht dafür ins Feuer, aber ja, an den Kamin würde ich sie schon halten. Ja, das kann man schon machen. Okay. Eine Frage in eine ähnliche Richtung, aber du sagst, dass man pragmatisch sich einmal gut beraten lassen sollte, zum Beispiel zum Cookie-Banner und all das ganze Zeug. Und man soll sich nicht alle 4 Wochen von neuen Urteilen oder Blogposts verunsichern lassen. In welchen Abständen sollte man sich denn neu beraten lassen oder einmal den Status quo vom Experten überprüfen lassen? Also je nachdem, wie groß die Website ist, wenn wir hier über 30 bis 40 Mitarbeiter sprechen, wo die Website eine, ich sage jetzt mal, bessere Broschüre ist, ja, so ein bisschen wie bei uns, die jetzt nichts vertreiben über die Website, wie kein Shop hat, ja, dann würde ich sagen, reicht auch einmal im Jahr, vielleicht sogar noch ein bisschen seltener, dass man darauf schaut. Wenn ich ein Online-Shop bin, ja, dann würde ich es vielleicht auf 6 Monate oder mal dreiviertel Jahr oder nehmt euch 6 Monate vor und wenn ihr es dann einmal im Jahr schafft, ist ja gut. Ja, vielleicht so. Okay. Da gab es noch ein paar Fragen zu Cookie Banner. Vielleicht eine ganz kurze Frage: Braucht man Cookie Banner bei Apps eigentlich auch? Wenn dort Cookies gesetzt werden, ja, ist die Antwort. Okay. Dann nochmal die Frage zu dem Cookie Banner von Otto. Die beiden Buttons Cookies akzeptieren, also der positive und ablehnen, also der negative müssen nicht zwingend gleich groß sein und auf einer Ebene sein, Fragezeichen. Das hatte ich, glaube ich, die Frage ist wahrscheinlich gestellt worden, bevor ich die Antwort gegeben hatte. Dazu, ich sage nein. So wie Otto das macht, ist aus meiner Sicht klar zulässig, weil man eben auch als der EuGH stellt immer ab auf den durchschnittlich aufmerksamen Nutzer, ja, der jetzt nicht auf die Website kommt, um sich mit dem Cookie-Banner zu befassen, wie viele, ja, sondern aber selbst der sieht eben, ich kann jetzt hier OK klicken oder ich klicke auf den 1 Zentimeter darunter befindlichen Link ablehnen. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Eine schwierigere Frage ist, ob es zulässig ist, das in diesen Fließtext mit einzubauen. Das beraten wir tatsächlich teilweise in diese Richtung. Jetzt kommt hier die mallorquinische Sonne in mein Gesicht. Vielen Dank.
Ich sitze im Keller, aber jetzt kommt die Sonne rum. Und ob man das in den Fließtext diesen Ablehnen-Button bauen darf, das hatte Otto in den vorherigen Versionen. Auch das halte ich für zulässig. Leute wie ich finden den da und sagen dann da nein. Da fängt dann der Graubereich an, von wegen ist es dann eigentlich noch transparent. Also die Argumentation nur nochmal für alle ist ja dann, naja, die Einwilligung ist nicht mehr freiwillig, weil ich die Opt-out-Option gar nicht gesehen habe, ne, sondern ich musste, wenn ich, da musste er irgendwo klicken. Ja, aber wenn, ich finde es auch, dass das vertretbar ist. Okay. Es gab ein paar Fragen zum TTDSG. Eine Frage, es ist seit 1. Oktober in Kraft getreten, es gilt aktuell nur in Deutschland, Fragezeichen, und ab wann in der gesamten EU, Fragezeichen. Hier ist es ausnahmsweise andersherum. Deutschen sind die Letzten, die die entsprechende EU-Richtlinie, die E-Privacy-Richtlinie umgesetzt haben, weil sie die ganze Zeit gewartet haben, ob nicht doch noch die E-Privacy-Verordnung kommt. Da könnte man auch ein eigenes Seminar zu machen. Ja, braucht ihr nicht drauf zu warten. Ich weiß nicht, wann irgendwann mal die E-Privacy-Verordnung kommen wird. Sodass der deutsche Gesetzgeber sehr, sehr, sehr spät, viel zu spät reagiert hat. In allen anderen EU-Mitgliedstaaten ist diese E-Privacy-Richtlinie, wo ein Cookie Opt-in drin steht, schon lange umgesetzt. Das heißt, es gilt überall in ganz Europa. Und vielleicht Nachsatz dazu, die Ausländer haben sich immer gewundert, warum wir keine Cookie-Banner haben. Die Kollegen, wenn ich aus Holland oder aus Großbritannien oder Italien mit uns sprechen, sagen ja, wieso habt ihr kein Cookie-Banner auf eurer Seite? Das ist doch klar, dass man das braucht. Und da konnten wir halt immer sagen, oh, bei uns steht, es gibt eigentlich kein richtiges Gesetz, wo das so steht. Vielleicht noch Detailfrage, wobei man die Frage leicht ändern kann. Also muss ein liechtensteinisches Unternehmen das TTDSG auch beachten und umsetzen, oder ist das lediglich nationales Recht? Wenn das liechtensteinische Unternehmen sich an deutsche Kunden richtet, dann ja. Ja, dann gilt es auch für ein jetzt Liechtenstein über den EWR ja sowieso an die DSGVO gebunden, aber dann gilt es auch für ein peruanisches Unternehmen. Wenn die eine deutsche Website aufsetzen, weil sie ihre Klamotten, die dort handgefertigt sind, gerade an deutsche umweltbewusste Käuferinnen targeten möchten, dann ist es so, dass sie dann auch das deutsche TTDSG beachten müssen. Es geht sozusagen um das Zielpublikum. Wenn ich als Unternehmen aus dem Ausland auf google.de Werbung schalte in deutscher Sprache, dann bin ich immer drin im deutschen Recht und muss dann auch das TTDSG und alle anderen Vorschriften, die es so gibt, beachten. Okay. Was haben wir denn noch? Wir haben noch, ja, 3 Minuten haben wir noch. Ja, vielleicht 2 Fragen noch. Wie geht man gegen ominöse Gutscheinseiten vor, die sowohl in SEA als auch SEO unsere Marke benennen und mit fälschlichen Rabatten und Gutscheinen werben? Sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wir haben einen so einen Fall für einen großen Retailer. Und man hat gleich doppelte Schwierigkeit. Das eine ist das Ominöse daran. Ja, ominöse Gutscheinseiten haben den Nachteil, dass sie schwierig aufzuspüren sind. Ja, die haben dann irgendeine Limited im Impressum stehen oder irgendeine UG und sind schneller weg, als man da ist. Das zweite ist, dass es gar nicht so einfach ist, dort einen sozusagen Rechtsverstoß nachzuweisen. Wenn die Rabatte falsch sind, die dort beworben werden, es die Gutscheine nicht gibt, dann kann man dagegen vorgehen. Wenn es echte Gutscheine sind, ja, auf Produkte der Marke, dann ist es schwierig, dagegen vorzugehen. Also da brauchen wir langen Atem, ist die Antwort. Okay. Ich habe noch mal eine Frage zum Cookie-Banner. Gibt es Vorgaben, ob der Button tatsächlich ablehnen heißen muss, oder reicht es aus, wenn klar wird, dass man nur notwendige essentielle Cookies akzeptiert? Letzteres. Letzteres. Es gibt keine Vorgaben, anders als in anderen. Ja, wir diskutieren jetzt über die Buttonlösung und die Möglichkeit, Dauerschulverhältnisse online zu kündigen. Da gibt es genaue Vorgaben, was auf dem Button stehen muss. Beim TTDSG und bei Cookies gibt es das nicht. Dort genügt es, wenn sozusagen klar wird, okay, wenn ich die Einwilligung nicht erteilen möchte, muss ich hier klicken. Okay, guck mal, da kommt noch sehr viel rein. Wir werden es echt nicht mehr schaffen, tut mir leid. Vielleicht da der Hinweis, wer Martin mal einen ganzen Tag braucht, dann 121 Watt ist sicherlich ein guter Tipp. Ich weiß nicht,
Zwei Das ist Tage, ja zwei Tage. Wir sind, zwei Tage. wir haben uns erhöht. Also man muss schon ein bisschen Zeit mitbringen. Das geht auch über Zoom. Ja, und das sind auch kleine Gruppen. Da muss man jetzt nicht wie hier Fragen in den Chat tun, sondern wir sind dann schon, wir klären da wirklich jede Frage. Aber man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Es sind zweimal 8 Stunden, die sehr für alle Beteiligten anstrengend sind. Das möchte ich nicht verhehlen. Wie ist es insgesamt mit so Tracking-Tools, also Maus-Tracking, Heatmaps und solche Sachen? Wie muss ich damit umgehen? Jedes einzelne Tracking-Tool bedarf einer Prüfung. Ja, wir haben jeden Tag kommen bei uns neue Sachen rein, von denen wir noch nie gehört haben. Ja, was nicht in der Regel nicht stimmt, ist, na, das sind ja keine personenbezogenen Daten. Ja, weil es sind natürlich personenbezogene Daten, weil wenn ich eine Mauszeigerbewegung mir anschaue, dann reicht es nach der DSGVO, wenn es sozusagen die gleiche Person ist, die dort klickt, damit die DSGVO einschlägig ist. Und auch hier, ja, am sichersten ist die Einwilligung. Wenn ihr nicht zu viele Tools habt, und das wäre sowieso mein Hauptrat, nehmt nicht jeden Mist, der euch angeboten wird. Und Agenturen, ja, bietet nicht alles an, sondern weniger ist mehr. Und wenn ihr dort tatsächlich nur noch neben Analytics noch ein weiteres Tracking-Tool habt, eben meinetwegen Mauszeigerbewegungen und Tracken, nehmt es mit rein in den Cookie-Banner. Ja, und holt dort eine Einwilligung ein. Okay. Ja, meine Uhr ist leider gerade auf 10 Uhr gesprungen. Es tut mir leid, dass wir, also ich könnte dir stundenlang zuhören, das weißt du. Aber leider steht ja noch ein bisschen was an, nämlich vor allem um 10:30 Uhr gleich die Zusammenfassung der BlueCon. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da gleich um 10:30 Uhr dabei seid. Wer noch nicht angemeldet ist, geht immer noch unter bluecon.de. Ich sage schon mal Dankeschön, dass ihr dabei wart. Letztes Wort an Martin und ja, schon mal ein schönes Wochenende, wer gleich nicht dabei ist. Jo, ja, dem schließe ich mich natürlich an. Vielen Dank für die Gelegenheit, Markus. Ich hoffe, ihr hattet alle eine tolle BlueCon-Woche, und macht jetzt gleich noch den Wrap-up mit. Wie gesagt, die Slides gibt es im Anschluss, und auch ich wünsche schon mal ein schönes Wochenende und lasst euch von den Rechts- und Datenschutzfragen nicht die Laune verderben. Ciao. Also, ciao.